So, und da sind wir dann auch im zweiten Part hier bei Super Mario World. Wir sind beim Switch Palace stehen geblieben und machen den jetzt Fail. Und machen den jetzt direkt mal. Ich habe natürlich den Panzer aufgefressen und Yoshi spuckte nur noch Feuer. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. Was soll's? Wir haben genug Leben. Wir werden noch genug Leben kriegen. Das ist alles gar keine Sache. Ja, hallo? Mach schon. Oh, und wieder Slowdowns. Alles klar. Das war der Switch Palace und jetzt geht's hier weiter auf zur Burg 2. Ja, Scrolling Level. Ich hasse es. Ich hasse es. Abgrundtief. Es ist einfach so langsam und langweilig, ey. Zack. Komm schon. Ach, Yoshi, du bist so. Ich hasse Scrolling Level. Ich hasse sie. Ich frage mich immer, was das soll. Das ist doch einfach nur. Einfach nur. Ich weiß nicht, das macht das Spiel einfach nur noch langsamer. Verstehe ich nicht, was das soll. Gut, es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Option, die Schwierigkeit zu variieren, aber in diesem Fall und in diesem Level, mal ganz unter uns, das macht das Level nicht schwieriger. Das Level ist auch nicht schwierig, also ich verstehe es nicht. Ja. Gut. Wenn man an der falschen Stelle stehen bleibt, dann wird man zerquetscht, aber das ist in dem Level eigentlich ziemlich gut machbar, dass das nicht passiert. Aber es bringt dann nichts, sich zu beschweren, wir müssen da jetzt durch. Gleich geht's dann auch wieder schneller weiter. Ja. Nervig. Und Yoshi läuft erstmal eine Runde. Kommt er noch mal zurück oder war hier ein Abgrund? Hier war ein Abgrund. Hier kommt gleich, glaube ich, das genau das gelbe Ding. Langweilig. Wieso geht es nicht noch langsamer? Hier ist jetzt die letzte Yoshi-Coin. Ja, ich verpasse die natürlich. Aber man kommt so noch dran. Man kann sogar noch die ganzen Münzen einsammeln. Aus der Röhre kommt man raus, wenn man beim Secret Exit weitergeht und nicht das Secret Exit aktiviert. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das war's jetzt mit dem Level. Das hat jetzt, wenn ich mich recht entsinne, wenn ich hier recht schaue, 2 Minuten fast gekostet, das Level, und das war einfach nur langweilig. Naja. Gut, wir haben eine Feder und können damit hier direkt mal das Bonus freischalten. Das ist eine ganz tolle Sache. Was ich im letzten Part noch vergessen habe zu erzählen, was heißt, na, ich habe das nicht vergessen zu erzählen, ich wollte es aber gerne erzählen, beziehungsweise wollte ich mal meine Meinung über, ist ja gerade ein, hat er, ist ja gerade ein Leben verschwunden oder so. Und zwar, es gibt ja auch eine GBA-Version von dem Spiel und die finde ich persönlich nicht so gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass man, wenn man getroffen wird, groß bleibt, falls man eine Blume oder eine Feder hat. Und dass man, ja, und das, hier im Geisterhaus gibt es sogar, glaube ich, Yoshi Coins, wenn ich mich recht entsinne. Ach, fail. Und dass man in den Burgen und so Yoshi Coins eingebaut hat, was jetzt irgendwie unnötig ist an für sich. Naja, ich fail hier gerade sondergleichens. Ja, deswegen spiele ich auch nicht die GBA-Version, sondern die Super Nintendo-Version, weil ich sie einfach. Das Spiel ist ja schon nicht schwer und dann das Ganze nochmal so Pseudo zu erleichtern, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Deswegen spiele ich die GBA-Version nicht, sondern die Super Nintendo-Version. Ja, das ist eigentlich alles.
Weil an für sich sind die Spiele ja gleich von der Levelanzahl und der Exits. Und deswegen spiele ich die Super Nintendo Version. So, da öffnet sich die Brücke und wir kommen weiter. Habe ich die Feder? Ja, habe ich. Blaue Yoshi. Ach, ja, blauen Yoshi gibt's auch. Eine blaue Koopa Shell. Wenn wir jetzt einen Yoshi hätten, wäre das natürlich optimal. Hier ist eine Blume, eine Ranke. Mit den blauen Koopas kann man fliegen, wenn Yoshi die frisst. Mit den blauen Yoshis kann man mit jeder Koopa Shell fliegen, aber das wisst ihr wahrscheinlich eh alle. Ja. Nach dem Scrolling Level kommt jetzt ein "Ich stehe auf einer Plattform" Level. In den ROM-Hacks werden diese Passagen oder ergeben diese On-Off-Schalter und sowas ja immer sehr schöne Möglichkeiten für Rätsel. Habe ich schon einiges Tolles gesehen, aber auch hier im Spiel ist es manchmal ein bisschen nervig, weil es ja nicht wirklich, ja, gut für Kinder ist es vielleicht was. Also ich war früher sehr glücklich darüber, aber jetzt ist es natürlich nicht mehr so, dass ich sage, ah, ja. Das ist auch so eine Marotte mit meinem Gamepad. Ich weiß nicht wieso, aber ich ducke mich ganz oft. Dabei will ich das gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Boah. So. Gleich kommen TV Total Turmspringen. Ah, freue ich mich natürlich. Ah, wir haben natürlich hier eine schwierige Entscheidung, wie man Samstagabends Unterhaltung plant, ob Supertalent oder TV Total Turmspringen. Das sind natürlich Knaller der Unterhaltung. Ich werde wahrscheinlich Turmspringen gucken. Aber ist irgendwie alles nicht mehr so dufte. Könnt ihr, also ich weiß ja nicht, wer mir hier so zuschaut, aber falls ihr auch so die 90er noch ja, wie sage ich das jetzt am besten? Wenn ihr die 90ern aktiv noch ein bisschen miterlebt habt, also ich bin ja 1990 geboren, ich kann mich da schon noch an einiges erinnern. Früher gab es die 100.000 Mark Show. Boah, die würde ich ja gerne mal sehen. Das war echt eine tolle Sache. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr einer von euch. Ich finde die toll. Oder ich fand sie toll. Das war echt eine tolle Show. Oder American Gladiator. Das war auch sowas richtig cooles. Das kam mal vor ein paar Jahren, kam das mal wieder auf Sport 1, glaube ich, morgens um 6 Uhr. Wenn die letzten sexy Sportclips ausgeklungen sind. Und man aufgestanden ist für die Schule, dann kam das öfters mal eine Zeit lang. Kommt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Da kam vor einiger Zeit auch mal ein Remake, glaube ich. Och, ich wollte... Nein, Yoshi. Oh, jau. Da kam vor einiger Zeit, glaube ich, auch mal ein Remake von. Also so ein paar Shows, die das wieder aufgegriffen haben. Aber ansonsten... Ja, es gab in den 90ern oder vielleicht war es auch Anfang 2000, wo die noch liefen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr so genau sagen. Aber da liefen schon einige coole Sachen, die ich sehr gerne geguckt habe. Wenn ich jetzt mal so weiter überlege, ist ein Familienduell oder hier, geh aufs Ganze, der Zonk, ne? Das sind so Sachen, die würde ich auch mal gerne wieder sehen. Das ist eigentlich so ein Endlos. Ich weiß nicht, wieso die Sachen so in Vergessenheit geraten. Weil ich finde sie persönlich ziemlich, ziemlich gut. Naja, aber... Das sind halt so Sachen. Jetzt kommt. Gut, Supertalent gucke ich mir auch an, aber das. Ach nein. Okay, sorry. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Das war mein Save State. Das war mein Save State für Ende des Parts. Das tut mir leid, aber ist ja nichts passiert.
Ja, auf jeden Fall finde ich schade, dass solche eigentlich ganz guten Sachen, wie ich finde, so abgesetzt wurden und nie wieder kommen. Ja, das ist schade. Aber so ist es ja immer. Ja. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Bushido hat einen Bambi bekommen und alle regen sich auf, was ich ein bisschen lächerlich finde. Ich bin zwar kein Bushido-Fan, aber anstatt sich dumm aufzuregen, sollten die Leute vielleicht mal ihre Energie darin verwenden, dann die Sachen auch besser zu machen. Anstatt sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, ach, das ist aber so ein böser Bengel. Das finde ich persönlich nicht gut. Hier oben ist ein One-Up, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Hier ist eine Pflanze. Deswegen kann man den auch nicht kaputt machen. Im Gegensatz zu dem. Gehe ich aber jetzt nicht hoch. Da. Weiß nicht. Ist jetzt nicht so der Knüller da oben. Und damit ist die zweite Burg auch schon fertig. Jetzt kommt noch der Endboss, der leider keine Herausforderung darstellen sollte. Was heißt leider? Ist halt kein schwerer Boss. Ja. Ich glaube, ich sag ziemlich oft, kann das sein? Das sollte ich mir abgewöhnen. Das gefällt mir nämlich auch nicht so so gut, wenn ich Vorträge sehe, wo immer wobei ich das natürlich verstehen kann. Es ist einfach eine kleine Denkpause, in der man einfach kurz nachdenkt. Aber ich mag es eigentlich auch nicht so gerne, deswegen versuche ich mir mal abzutrainieren. Thank you. Ein Ei, das mit mir spricht. Ziemlich, wie soll ich sagen? Gewöhnungsbedürftig. Wenn er sprechen kann, dann kann er auch schlüpfen, ja. Brauche ich ihn hier nicht herumtragen. Faule Sack, der. So, damit sind wir mit dem zweiten Gas fertig und kommen hier in die Höhle. Wir gehen aber nochmal zurück, denn wir haben ja das Wasserlevel hier übersprungen. Leider. Ich liebe Wasserlevel. Hust. Wasserlevel sind ganz tolle Level. Hust. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Hust, hust, hust. Ah. So. Ja, vielleicht noch. Wobei, ja doch, wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht noch was von meinen kommenden Projekten. Was ich sonst noch hier so auf dem Kanal plane. Falls ihr meine über mich gelesen habt. Da oben kann man übrigens rein. Ja. Fail, fail. Fail, fail, fail. Fail, fail, fail. Also, meine kommenden, ach, das ist die Münze, die ich im ersten Part angesprochen habe. Wo man einfach nur ganz stumpf, ich fliege nach oben und hole eine J-Bekommen. Jetzt mache ich sogar, ich weiß gar nicht wieso. Weil hier ein Power-Up ist und ich das haben wollte. Gut. Deswegen sammle ich keine Yoshi-Münzen, weil sowas ist echt langweilig, oder? Also, keine Ahnung. Was ich sagen wollte, kommende Projekte, was ich sehr, sehr gerne Let's Playen möchte und sehr ausgiebig und ich hoffe, dass das auch hier Anklang bekommt oder findet, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht weiß, ob überhaupt darüber schon Let's Play. Also, ich habe noch kein wirkliches Let's Play gefunden und ich habe auch noch. Machen wir jetzt das Secret Exit, ich glaube, ja. Und ich habe auch noch. Ja, ich habe noch kein Let's Play dazu gefunden, um ehrlich zu sein. Und zwar die Siedler 2 und die Siedler 3. Obwohl die Siedler 3, da habe ich schon mal ein Let's Play zu gesehen, glaube ich. Die Siedler 2 habe ich noch gar kein. Ja, jetzt nicht sterben. Habe ich noch gar kein Let's Play zu gefunden, was ich schade finde. Denn diese Spiele sind echt gut. Also Siedler 2 und Siedler 3. Ich liebe sie. Das sind echt die besten Siedler meiner Meinung nach, die es gibt. Jetzt zeige ich euch mal noch hier oben in die Secret Area. Es sind echt die besten Siedler, die es gibt, finde ich. Und ich würde sie halt sehr gerne Let's Playen. Ich würde mich freuen, wenn die auch eine gewisse Beliebtheit gewinnen könnten, weil ich halt diese Spiele auch sehr gerne mag. Ja, also diese beiden Projekte sind ganz große
ganz großes Muss, was ich gerne let's playen möchte. Und ansonsten werden wir nur schon sehen, was noch sonst noch so kommt. Ich hoffe, dass dieses Projekt hier erstmal gut ankommt. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wir haben jetzt auch genug gelabert und können uns jetzt mal dem Spiel mehr widmen in den nächsten Parts. Und dann würde ich einfach sagen, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und ich sag mal tschüss, ne? Auf Wiedersehen.